Heute reden wir über genau ein Thema, nämlich über den gestrigen Tag, die Wahlen 2023, die vorbei sind. Wir reden darüber, wie es uns gestern gegangen ist, welche Schlüsse wir jetzt aus diesen Wahlergebnissen ziehen und was das für die nächsten 4 Jahre bedeutet. Mein Name ist Matthias. Ich bin Cedric und das ist Meier Wermut am Tag nach der Wahlen, am 23. Oktober 2023. Ja, die Wahlen sind vorbei. Der Wahltag war gestern, Sonntag, 22. Oktober, lang ersehnt oder befürchtet, je nachdem, woher man es schaut. Die meisten, die den Podcast hören oder schauen, dürften ungefähr mitbekommen haben, was das Ergebnis ist. Ganz kurz kann man sagen, insgesamt, wenn man von dort hergeht, gibt es doch einen Rechtsrutsch, muss man sagen. Also das heisst vor allem bei der SVP ein Zuwachs von nicht ganz 3% ungefähr, macht Stand heute 9 Sitz, wenn ich es richtig gesehen habe, im Nationalrat. Das hat auch, reden wir eigentlich gerade darüber, verschiedene, immer wieder verschiedene Einschätzungen gegeben. Wir legen dafür auch zu. 1,12%, also fast auf 18%, ein bisschen mehr als die Hälfte vom Verlust von 19 wieder wettgemacht. Aber die Grünen verlieren relativ stark, Grünliberal verlieren auch. Und eine kleine historische Überraschung, wenn man so will, wobei ganz fein die neue Mitte, die ehemalige CVP, überholt, der Freisinn. Das ist die Ausgangslage. Ich würde sagen, das war jetzt sehr ein nüchterner Beschreib von gestrigen Wahl am Sonntag. Emotional ist es ein bisschen anders zu und her gegangen, zumindest bei mir. Ich habe mal Politologie studiert. Okay, tut mir leid. Ich war grausam nervös gewesen. Ich bin am Morgen noch einen Kaffee trinken mit ein paar vom Wahlteam in Vinti, oder vom Wahlkampf in Vinti. Ich habe nachher wirklich die 1,5 Stunden zwischen 11 und 12 in dem Zug von Winterthur nach Bern. Und ich wusste, jetzt kommen so einzelne kleine Ergebnisse rein, die noch nicht wahnsinnig viel aussagen. Sie machen einem nur einfach brutal nervös. Und dann da hinkommen und dich treffen. Und die Nervosität ist dann zumindest nicht weggegangen. Das muss man vielleicht den Leuten noch schnell erklären. Das machen wir jedes Mal. Das ist eigentlich sau doof, um es auf Deutsch zu sagen. Der Kanton Aargau hat so eine Praxis, dass gewisse Gemeinden, also ausgerechnet Kanton Aargau, noch vor dem 12 wie alle anderen, Einzelresultate publizieren. Und man weiss eigentlich ganz genau, es bringt überhaupt nichts, die Einzelresultate zu schauen, von ganz kleinen Gemeinden. Aargau hat über 210 Gemeinden. Und trotzdem macht man es immer. Und dann kommt man so in einen blöden Strudel rein, fährt das an berechnen. Ich habe gestern auch im Zug auf Bern irgendwie dann von Strengelbach, meiner Nachbargemeinde, anfangen, Wähleranteil vergleichen. Ja, aber dann schickst du mir das. Ja, genau. Ich bin noch nervös. Und eigentlich ist es wirklich sinnlos, weil es bringt einem nur in so einen Tunnel rein. Und dann 12:30 in Bern haben wir Leute vom Wahlteam getroffen, Generalsekretariat, und sind dann ins Parteisekretariat von der SP. Und dort sind dann die ersten Resultate so eingetroffen. Und was man kann sagen, es ist von Anfang an so ein bisschen unübersichtlich gewesen, jetzt mich dünkt am Anfang. Es ist unübersichtlich gewesen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, eins von den ersten positiven Ergebnisse ist gewesen, dass wir in Genf zulegen, dass wir in Genf auch einen Sitz gewinnen. Ja. Gleichzeitig aber zu wissen, wo in Basel wird es brutal schwierig, die 2 Sitze zu halten, weil ja in Basel von 5 auf 4 Sitze reduziert worden ist. Und da haben wir dann jetzt am Schluss leider auch müssen abgeben. Und das war wirklich so ein bisschen das Wechselbad gewesen. Dann ist auch relativ früh reingekommen, dass in Schaffhausen wir vielleicht einen Ständeratssitz können holen. Das wäre wirklich eine Sensation. Ja, fast gelangt am Schluss. 400 Stimmen gefehlt für das absolute Mehr. Aber jetzt die zweite Runde steht da. Und das stehen wir wirklich in den Startlöchern auf einer extrem guten Position. Das war schon krass gestern. Also das Wechselbad der Gefühle. Eben am Anfang so die komische Unübersichtlichkeit, sehr unterschiedliche Signale. Dann kommen die Hochrechnungen vom SRF, also das Politologische Institut, und dann aufgrund von einem Modell Hochrechnungen machen. Und wir sind eigentlich von Anfang an ein bisschen über die Hochrechnungen gestolpert und sind nicht sicher gewesen, so auf eine Art, überschätzen wir uns oder sehen wir etwas anderes. Weil wir früh gemerkt haben, in der Stadt sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Wir haben dann so Teilresultate, die kann man im Internet nachschauen. Aber am Anfang hat es geheißen, irgendwie nur plus 0,4, dann 0,6, plus 0,7. Und das habe ich schon recht anstrengend gefühlt. Das Gefühl gehabt, das kann ja nicht sein. Es muss wie ein bisschen mehr sein. So. Aber das hat sich dann wirklich durch den ganzen Tag durchgezogen. Ja, und ich glaube, die Schwierigkeit oder das Problematische an diesen Hochrechnungen, die dann eben nachher am Schluss nicht dem Bild entsprechen, was wirklich das Wahlresultat ist, ist, dass sie wie den Boden setzen für die Diskussion. Mhm. Wie der ganze Tag ist gestern darüber berichtet worden, die SVP, sensationelle Gewinnerin, vielleicht schafft sie sogar 30% Hürde zum ersten Mal eine Partei. Hat sie dann am Schluss nicht geschafft. Eben, du hast bei uns gesagt, bei uns ist es so ein bisschen,
0,4, 0,5, also mehr oder weniger ein bisschen halten, aber nicht wahnsinnig viel, viel mehr. Die Grünen, die tauchen, am Schluss noch auch nicht so schlimm getaucht sind, wie es zwischenzeitlich, glaube ich, auch mal ausgesehen hat. Und das hat aber trotzdem wie so den Grundton von der Debatte nachher auch gelegt, auch alle Interviewanfragen, die wir bekommen haben, haben sich dann auf das bezogen, die ganze Elefantenrunde im Fernsehen, die Radiogespräche. Das finde ich schwierig. Also jetzt finde ich auch völlig absurd im Nachhinein. Ich habe das ja so noch nie erlebt, die Wahlen jetzt als Co-Präsident, du ja nicht, oder Co-Präsidentin da im Bundesbern. Aber man hat dann am 12. Also die erste Schätzung, am 2. ist, glaube ich, die erste Hochrechnung reingekommen. Und dann machen schon Fernsehteams und Radioteams und Zeitungen Interviews und wollen antworten. Und eigentlich weiss man, das sind nicht einmal Ergebnisse, nein, sondern Schätzungen, Prognosen aufgrund von Modellen. Das ist eigentlich völlig absurd. Zum Teil sind es Ergebnisse. Es gibt ja so eine Mischung, oder es gibt so ein Ergebnis von den kleinen Kantonen, aber es wird nämlich hochgerechnet auf die gesamte, genau, Schweiz. Und das ist sehr, sehr fehlerbehaftet. Ja, das haben wir jetzt gesehen, ja. Und wird leider wirklich erst zu einem sehr späten Zeitpunkt erst geändert, oder zwar steht definitiv fest, zu einem Zeitpunkt, wo offensichtlich alle oder die meisten Redaktionen auch schon ihre Zeitungsartikel geschrieben, ja, haben. Und das ist wirklich so. Also wenn ihr heute Morgen gelesen habt, die SP legt 0,7% zu, das hat zum Beispiel, glaube ich, Tamedia-Zeitungen und CA-Media haben das auch drin gehabt. Das sind nur Hochrechnungen gewesen, und ich habe ein bisschen Mühe, ehrlich gesagt, das nachzuvollziehen, dass man dann einfach so ein Resultat abdruckt. Auch bei allem Verständnis. Wieder einmal, es ist übrigens traditionell so, kommt der Kanton Bern sehr, sehr spät mit Detailergebnissen. Warum? Weiss eigentlich niemand so genau, wieso die so unglaublich lange brauchen. Wobei das man jetzt nicht einmal so lange, ja, für kann vergleichen. Es ist gleich irgendwie halb elf geworden. Ich verstanden, stimmt. Ich meine, Zürich und Watt sind grösser und haben es vorher gehabt, aber trotzdem. Ich verstand. Und dann, ja, dann sind wir, kann ich noch erzählen, wir sind am Wahlfest gsi, wir haben zusammen immer, das ist traditionell so, mit der SP Bern, das Wahlfest in Bern, und wo wir zu Bern gsi sind, dass man auch sagen, ich glaube, unsere beiden Resultate sind auch schon klar gsi, dass wir wieder gewählt gsi sind. Gut, also, was nicht arrogant tönen, aber es ist natürlich eine kleinere Sorge. Genau, von kleineren Sorgen, aber gleich entlastend. Ich habe es gleich, ja, entlastend gefunden. Du, ja, hast wie so eine Sorge. Es ist ja immer auch, wäre für die Partei schwierig, oder wenn jetzt Co-Präsidentin, Co-Präsident abgewählt wird, kannst du abhaken und dann viel warten und umstehen. Aber das ist ein schöner Moment, den ich gefunden am Wahlfest in Bern, wo irgendwann mal so ein bisschen sind die Hochrechnung, dort auch schon die Hochrechnung für Bern, und dann jetzt geheißen, in Bern legt der SP einen Sitz zu. Ja, oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir einen Sitz zulegen. Das war ein wirklich sehr schöner, motivierender Moment für die Diskussion, die wir dann nachher haben müssen im Fernsehen, du auch Radio, glaubst du, noch zum, ja, Teil. Ja, genau. Das müssen wir führen. Und da kann man jetzt, es ist eigentlich, wenn man so in die Ergebnisse reingehen will, hat man etwas erst gesehen. Das sieht man jetzt eigentlich auch in der ganzen Schweiz. Also einerseits legen wir relativ massiv in der Romandie zu, haben wir aber auch extrem viel verloren vor 4 Jahren, muss man ehrlicherweise sagen. In der Watt zum Beispiel sind wir das stärkste Ergebnis seit 30 Jahren in der ganzen Romandie, die erste Partei, also die FDP überholt, die traditionell die stärkste Partei ist. Und dann vor allem in Deutschschweizer Städten zum Teil abartig gute Ergebnisse. Ja, wir haben eigentlich vor allem in den grösseren Kantonen, ja, in der Deutschschweiz auch massiv zugelegt, respektive wirklich das wieder wettgemacht, was wir vor 4 Jahren verloren haben, zum Beispiel aus dem Kanton Zürich. Wo ich ja zu Hause bin, haben wir vor 4 Jahren fast 40% verloren, ja, gehabt, und jetzt haben wir irgendwie 3,8% wieder zurückgeholt. Damals haben wir 2 Sitze verloren, leider hat es jetzt knapp für den 2. Sitz, wo wir zurück haben wollen, gewinnen, nicht mehr gereicht, aber 1 Sitz gewinnen haben wir im Kanton Zürich gemacht. Und das ist so ein bisschen, und in den mittleren Kantonen in der Deutschschweiz zeigt sich so ein bisschen ein unebenes Bild, teils Kantonen, wo wir ein verloren haben, teils Kantone, aber auch ländlich prägte Kantone, wo wir doch recht zugelegt haben. Luzern, wo wir noch einen Sitz gewinnen, beispielsweise. Basel-Land, wo wir massiv, wo glaub, das beste Ergebnis fast plus, ja, plus 3, glaube ich, so, ja, bis bei uns 0,0. Was machen wir jetzt mit dem? Plus 1,118%, ist das jetzt gut oder ist das jetzt nicht gut? Hättest du mich vor 3 Jahren gefragt, würdest du 1,12% nehmen am 22. Oktober, hätte ich dich mit grossen Augen gesagt, sicher schon, ja, keine Diskussion. Hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich immer gedacht, ich glaube, du spinnst ein bisschen, mhm, werden wir nicht machen. Und dann hat es ja so ein bisschen angefangen, sind die Umfragen immer besser geworden. Jetzt auch quasi die letzten Umfragen, die uns dann
zumindest einen Gewinn vorausgesagt hat. Und ja, ich finde, die Hälfte wieder zurückholen von dem, was man vor 4 Jahren wirklich fest verloren hat, finde ich, ist eine gute Ausgangslage für die nächsten 4 Jahre. Denke mir, ist ein solides Resultat, ist ein gutes Resultat, das kann man durchaus sagen, vor allem, wenn du es gesagt hast, oder? Also, was man nicht darf vergessen, wir sind eine Zeit lang bei den kantonalen Wahlen noch weiter abgestürzt nach dem 19. Jahr als vorher. Wir haben in den Umfragen zum Teil noch den stärkeren Minus gehabt. Also jetzt haben wir fast 2,5 bis 3% besser, als man uns zeitweise in den Umfragen gegeben hat. Ich weiß auch immer noch, wenn man Umfrage halten will, einverstanden, aber das hat schwer auf die Stimmung gedrückt. Und jetzt kann man zumindest sagen, das würde ich wirklich mit Überzeugung sagen, die Sozialdemokratie ist zurück, ein erster Schritt ist gemacht. Ich finde auch, über die Hälfte der Stimmen zurückgehalten, das ist recht solid. Das kann man wirklich sagen, das hat man vor 4 Jahren nicht erwartet. Ich kann mich erinnern, an all die Artikel, die geheissen haben, ja, jetzt überholen uns dann langfristig zum Beispiel die Grünen oder die FDP wird stärker, also wirklich die SP ist abgeschrieben. Das ist nicht der Fall. Das darf man, glaube ich, schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch sagen. Ja, und es war auch nicht eine Selbstverständlichkeit gewesen, gleich das, was du jetzt auch gesagt hast. Und ich glaube, was man da auch wirklich auch sagen darf, es ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist der Arbeit von Tausenden von Mitgliedern zu verdanken, dass wir heute auch an dem Punkt stehen, oder? Wo jetzt in den letzten Monaten wahnsinnig viele Gespräche geführt haben mit Wählerinnen und Wählern am Telefon, auf der Straße, in eurem Arbeitsplatz, in der Familie. Kandidierende, die unglaublich viel Arbeit auch geleistet haben, Ideen eingebracht haben, politische Forderungen auf die Beine gestellt haben. Eine starke Fraktion, die jetzt noch ein bisschen stärker wird. Und ich glaube, es ist schon der Erfolg von gestern, ist das Gesamtwerk von ganz vielen Einzelnen, die in allen Kantonen alles gegeben hat für die soziale Schweiz. Und das freut mich auch richtig fest, oder? Ja. So zu merken, hey, doch, es trägt auch Früchte. Und vor allem auch in den letzten 3 Jahren finde ich, die Kantonalpartei, die Sektionen, auch nie die Hoffnung verloren haben, dass wir zulegen können. Ich glaube, das war recht zentral gewesen für das, was wir jetzt gestern machen, weil es uns braucht, um den Rechtsrutsch zu verhindern. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Ja, müssen wir unbedingt vielleicht noch ganz kurz doch ein Wort zu den Grünen sagen, wo wir ja wirklich von Anfang an immer gesagt haben, unser Ziel ist jetzt nicht, die Grünen wieder zu schwächen und zuzulegen. Klar, es hat jetzt Wahlverschiebungen gegeben, das wird man auch sehen in der Analyse, wieder Wählerinnen und Wähler, die quasi wie zurückgekommen sind. Wobei ich vor allem annehme, dass weniger sogenannt panaschiert worden ist, also weniger Grüne auf unseren Listen gewesen sind. Aber das sehen wir, das ist alles Theorie. Was man gleich muss sagen, das ist eine schmerzhafte Niederlage. Wenn auch, glaube ich, das drittbeste Resultat jetzt am Schluss für ihre Geschichte. Ja. Aber das ist heavy. Also wenn du so verlierst und dann Leute abgewählt werden, relativ viele, die tragende Stützen gewesen sind, das ist dann so ein bisschen, ja, weil die sind ja gleich uns näher, das tut dem auch leid. Ja, extrem. Und ich meine, wir in den nächsten 4 Jahren wirklich auch noch mal enger mit ihnen werden zusammenarbeiten, weil wir ja nicht insgesamt nicht gestärkt daraus rausgegangen sind. Einerseits im Nationalrat, aber auch im Ständerat. Und vielleicht können wir auch noch schnell auf den Ständerat schauen, was dort passiert ist. weil ich finde, das ist eigentlich das, was mich in den letzten Monaten sicher gleich fest umgetrieben hat, wie das Ergebnis oder das Wahlresultat bei den nationalen Wahlen zu wissen, hey, im Ständerat wird es brutal schwierig, die Sitze zu halten. Wir haben zwischenzeitlich auch Angst gehabt, dass man Gruppenstärke im Ständerat verliert. Vielleicht ganz schnell, damit man Gruppenstärke hat im Ständerat, also quasi wie so eine Fraktion ist im Ständerat, muss man 5 Mitglieder haben. Und es hat, wir haben immer gehofft und gemeint, wir schaffen es, aber es ist nie ganz sicher gewesen. Jetzt haben wir gestern schon Gruppenstärke erreicht mit, hoffentlich zusammen, Basel, Watt, Zürich, Neuburg und Jura. Jura. Und es können in der zweiten Runde noch ein paar Ständeratssitze dazukommen. Offen ist noch Schaffhausen. Schaffhausen ist noch offen, Genf ist noch offen, Bern ist offen. Alle 3, die wirklich gute Resultate jetzt in der ersten Runde. Solothurn ist noch offen, Aargau. Ja, entscheiden jetzt nicht, aber die sind quasi wie noch offen. Also Freiburg ist auch noch offen. Also es gibt durchaus Potenzial, dass man die 7 Sitze, die wir jetzt hatten, in der letzten Legislatur auch wieder haben für diese Legislatur. Und das ist nicht vorausgesagt worden. Definitiv. Und ja, auch dort wird es aber nicht einfacher in den nächsten 4 Jahren. Im Gegenteil. Ständerat ist, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger als bisher. Wir sind mal gestartet mit etwa 12 und jetzt sind wir dann rot-grün wahrscheinlich irgendwo bei
8, 9 vielleicht, wenn es gut kommt. Aber das geht wirklich nach, nach dem zweiten Wahlgang. Alles überschatten kann man nicht sagen, aber sagen wir mal, eingebettet doch in den Rechtsrutsch. Wobei, wenn man es vergleicht mit 2015, sind wir eigentlich noch nicht einmal dort, wo die SVP 2015 war, aber trotzdem. Es ist ein Rückschritt gegenüber der letzten, vor 4 Jahren, muss man sagen. Und das wird härter. Das wird härter, vor allem, weil die SVP ja jetzt auch in den letzten 4 Jahren, finde ich, schon nochmal radikalisierter worden ist, sich schon nochmal einiges mehr erlaubt hat, angefangen mit der Corona-Diktatur. Sie haben in der Ukraine-Krieg nicht klar Position bezogen für die Ukraine, sondern so ein bisschen immer wieder geliebäugelt, auch mit dem Putin-Regime. Sie haben jetzt ganz offensichtlich mitten im Wahlkampf mit Rechtsextremen zusammengearbeitet, zumindest Teile davon, und sich sicher auch nicht klar davon distanziert. Und dessen ungebrochen haben sie jetzt noch zugelegt. Und vor allem auch die bürgerlichen Parteien, allen voran die FDP, scheint das null zu stören. Mhm. Selbst gestern noch in der Elefantenrunde haben sie quasi so mit Marco Chiesa gratuliert für den Sieg. Und das macht mir schon Sorgen für all die Geschäfte, die jetzt anstehen in den nächsten Monaten und Jahren. Was das bedeutet auch. Also ich glaube, es wird, muss ehrlicherweise sagen, diese Prognose kann man machen. Es wird weniger aus dem Parlament kommen, wo brauchbar ist, wenn es um Themen geht, die uns wichtig sind, wenn es um Klimaschutz geht, wenn es um Gleichstellung geht, wenn es um Mieten, Krankenkassenprämien geht, Löhne, Renten, dann dürfen die Mehrheiten dürfen schwieriger werden. Das ist definitiv so. Für mich völlig unverständlicherweise jetzt nach einer klaren, also ich meine, wir haben de facto einfach auch einen Freisinn gehabt, wie jetzt 6 Monate Kampagne für die SVP gemacht hat, weil er voll Themen übernommen hat, die Inhalte übernommen hat, zum Beispiel die Migration und Sicherheitspolitik. Aber gestern genau den Schluss, der daraus gezogen hat, das Gefühl, man muss jetzt auch härter werden. Es gibt in der Migrationspolitik, genau. Es gibt eine Erkenntnis von der Politikwissenschaft, die einfach so fix ist, immer wenn bürgerliche Parteien in der Migrationsfrage nach rechts rutschen, hilft das nur rechts aussen. Offenbar ist die Erkenntnis in der Schweiz noch nicht angekommen. Und das wird schwieriger. Ich mache mir auch ehrlicherweise auch Sorgen, so du angesprochen hast, es wird schwieriger für dem Sinn gesellschaftliche Minderheit und ihre Rechte, für LGBT-Menschen, Community, für das Voranbringen von der Gleichstellung von Frauen, die in der Minderheit sind, aber politisch in der Minderheit sind nach wie vor, von Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen. All die Projekte, die aufgeleistet sind, die werden spätestens an der finanzpolitischen Barriere von rechts, vielleicht nicht gerade scheitern, aber sicher redimensioniert. Die Kita-Vorlage, die wir jetzt am Laufen haben. Aber ich finde, das macht mir auch Sorgen. Und gleichzeitig, dass es mich optimistisch stimmt, ist, dass wir schon auch gestärkt aus diesen Wahlen ausgehen, um der SVP Parole zu bieten in den nächsten Jahren. Weil ich finde, man kann sich über Themen streiten. Du hast jetzt gesagt, Kita-Finanzierung. Ja, über das kann man diskutieren, da kann man unterschiedlich politischer Haltung sein. Aber was ich wirklich finde, und ich glaube auch, da haben uns viele Wählerinnen und Wähler die Stimme gegeben gestern dafür, ist, dass wir nie werden Hand bieten für Hass, für Hetze, für Diskriminierungen von Menschen. Und das hat die SVP gross gemacht und auch in den letzten Monaten erneut wieder ausgeschlachtet. Und das sind wir der Gegenpol. Mhm. Wir sind Garantin dafür, dass die Menschen und alle Menschen Würde verdient haben. Ja, ich glaube, das sind wir unter anderem auch gewählt worden, bin ich einverstanden. Ja. Also sicher auch die Reaktion, sagen Verteidigung vom Erreichten, was auch wird wichtig sein in den nächsten 4 Jahren und keinen Rückschritt eingehen. Es bleibt ein Faszinosum. Ich habe mich gestern gefragt, oder? Also die Partei, die ja wirklich ausschließlich Politik macht für Multimilliardäre in diesem Land und den Rest interessiert sie nicht wirklich, wie die schaffen, in breiten Bevölkerungsschichten gewählt zu werden, wo ja unter ihrer Politik leidet. Wie kann man, wenn man Mühe hat mit grossen Krankenkassen, mit teuren Krankenkassenprämien, die SVP wählen, da dringen wir nicht durch. Ich will nicht mehr einen Vorwurf machen. Ich stelle einfach fest, wir kriegen es nicht hin, die Diskrepanz und die Heuchelei, muss man offen sagen, von dieser Partei offen zu legen. Die SVP verweigert sich ja dann an dieser Diskussion. Also das nehme ich jetzt recht Wunder, wie es Entschuldigung, die SVP wird positionieren, wenn es im nächsten Frühling darum geht, über Prämienentlastungsinitiativen, wo wir darüber abstimmen werden, das ist eines der ersten Projekte, quasi der neuen Legislatur, wo wir vor das Volk bringen und was die SVP dort wird machen. Bisher haben sie sich einfach komplett aus dieser Diskussion rausgenommen, wenn es darum geht, die Menschen zu entlasten. Und ich glaube, da wird das nächste Jahr, gerade das nächste Jahr, extrem spannend, weil es stehen auch viele Geschäfte da. Das ist häufiger so, dass nach einem Wahljahr
wirklich geballte Ladung Abstimmungen gibt. Wir haben ja dieses Jahr genau einen Abstimmungstermin gehabt, im Sommer, mit dem Klimaschutzgesetz. Und weil, und das muss ich vielleicht auch kurz sagen, vor den Wahlen, also sprich der September-Abstimmungstermin und in der Regel auch gerade der Termin nach den Wahlen, also der November-Termin, fallen weg, damit sich nicht eine Partei kann mit gewissen Themen und Abstimmungen profilieren kann. Das ist die Idee. Und es auch einfach ein bisschen überfordernd wäre, nebst dem Wahlkampf einen Abstimmungskampf zu machen. Aber das hat zur Folge, dass quasi der Termin im Februar, März und dann auch der Sommertermin im Folgejahr extrem dicht ist. Und das wird es auch dieses Jahr wieder sein. Was haben wir alles in der Pipeline? Die Prämienentlastungsinitiative, die Kostenbremsinitiative von der Mitte. Wir haben drei Renteninitiativen und Vorlagen auf dem Tisch. Die 13. AHV-Rente von unserer Seite, die Rentenalterhöhung von der Bürgerlichen und BVG, also Pensionskassenabbau. Dann haben wir drei Referenden am Laufen. Strassenausbau, zweimal Mietrecht, die jetzt noch am Sammeln sind. Wir müssen zur Abstimmung kommen. Dann gibt es noch eine Volksinitiative aus den Corona-Massnahmen-Gegner-Ecken, die auch noch zur Abstimmung kommen. Also es wird wirklich ein Paket. Und ich glaube, aber das wird spannend sein, weil es zusammengefasst kann man sagen, es sind eigentlich fast zwei Themen im nächsten Jahr zur Debatte bei Volksabstimmung. Das ist erstens Klimaschutz, also haben wir Milliardenausbau von Autobahnen auf Kosten vom Klima und die soziale Frage. Ja. Gibt es anständige Renten für alle? Höhlen wir das Mietrecht aus oder nicht? Und gibt es mehr Prämienentlastung für die Leute oder nicht? Und da wird es interessant sein, wie sich die rechten Parteien positionieren werden. Meine Hoffnung ist relativ bescheiden, sagen wir es so. Aber mein Optimismus ist ungebrochen, dass wir die Abstimmungen durchaus auch können. Aber das kann man uns auch noch schnell sagen, einfach, dass das wie auch geklärt ist. Wir haben es gar nicht vorbesprochen, aber sonst können wir so diskutieren. Ich glaube, für uns ist auch klar, also für uns ist 100% klar, dass wir aus dem Resultat, wir werden jetzt auch schon wieder angesprochen, nicht irgendwie rausziehen, dass jetzt der SP plötzlich müsste eine andere migrationspolitische Linie fahren oder aufhören, sich für Gleichstellungspolitik und Klimaschutz zu interessieren. Im Gegenteil. Also wir machen es jetzt nicht extra, sondern wir machen die Politik aus inhaltlicher Überzeugung und wir sind unter anderem überzeugt, dass wir auch gewählt werden von Menschen, die genau dieser menschenfeindlichen Migrationspolitik, dieser Rückkehr oder die rückwärtsgewandte Gleichstellungspolitik und dem Schliessen von der Schweiz gegenüber der Welt und Europa entgegenstehen. Und das werden wir auch machen. Für das werden wir uns weiterhin einsetzen. Für das dürfen wir auch noch ein bisschen mehr werden. Für das dürfen wir auch noch ein bisschen mehr werden. Sehr gut. Sehr schöne Überleitung zum wichtigsten Punkt. Ich muss sagen, von dem lassen wir uns nicht beeindrucken. Aber stimmt, wir werden uns nicht allein nicht beeindrucken. Genau, wir haben schon recht dazu, was wir neue Mitglieder hatten seit gestern, was wirklich super erfreulich ist. Die grössten Menschen, die möchten zusammen mit uns den Rechtsrutsch zumindest abwehren, dem etwas Positives entgegensetzen von einer sozialen Schweiz. Und wir freuen uns über jede einzelne Stimme oder jeden einzelnen Neuzuwachs, ja, den wir wirklich brauchen in den nächsten 4 Jahren. Ich bin 100% überzeugt, und ich weiss das auch aus meinem eigenen Umfeld, und ich weiss auch alle, die das hören oder schauen, haben das auch. Es gibt ganz, ganz viele Leute, so im Freundeskreis, im Kolleginnenkreis, die irgendwie sich so ein bisschen links verorten und eigentlich finden, ich müsste mich auch mal engagieren und so. Und es ist einfach zum klar sagen, jetzt nach dem Resultat, es wäre der Moment übrigens. So, das wäre jetzt wirklich wichtig, wenn du dir je überlegt hast, SP-Mitglied zu werden. Denn jetzt draufklicken, nicht heute Abend oder morgen nochmal schauen, sondern jetzt draufklicken, genau. Und vielleicht auch die beste Freundin oder beste Freund fragen, ob sie nicht mithelfen wollen. Magst du noch? Eigentlich sogar besser. Also ich irgendwie immer noch im Tunnel. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe damit gerechnet, am 22. Wenn die Resultate kommen, dann fällt so eine grosse Last ab und Spannung. Ich habe es noch nicht ganz weg. Ich bin noch so ein bisschen. Ich glaube, es geht noch ein paar Tage. noch ein paar Medientermine, aber nachher kommt dann das. Ist dann der Kopf wieder ein bisschen leerer. Und auf das freue ich mich wirklich auch. Mal, also einerseits auch wieder wirklich mehr politisch, inhaltlich schaffen auch ganz konkrete Projekte, aber ehrlich gesagt auch mal wieder den Kopf frei zu haben für privat und persönlich. Das ist ja, das gut. Kann man so sagen, tatsächlich. Hey, aber es war gut gewesen, die letzten Monate. Spannend, ich eigentlich gerne Wahlkampf, aber ja, jetzt haben wir es. Du bist jetzt auch froh. Schön sind ihr auch mit dabei gewesen, heute, aber auch im Wahlkampf zu einem grossen Teil. Danke vielmals. Wenn ihr wie immer Fragen oder Anregungen habt, dann gerne ein Mail an meierwermuth@spschweiz.ch oder da unten in der Kommentarspalte.
Den Podcast kann man auch abonnieren, egal auf welchem Kanal du hörst oder schaust. Würde uns sehr freuen. Und dann hast du auch gerade noch schnell Zeit, um zu schauen auf www.sbschweiz.ch/mitmachen. Dort kann man nämlich Mitglied werden. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Merci.